Ich müsste auch die inneren Mauern mal ein bisschen höher ziehen. Ach Gottchen, ach du Heilige. Uiuiui, Geld, 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 Geld. Hier, bau auf den Kram. Ich hoffe, die Handwerker sind hier. Das war eine Menge Geld. Das ist eine ganze Menge Geld. Haben die es geschafft hier. Ich baue auf der anderen Seite auch noch eins. Ich werde hoffentlich genug Menschen bekommen hier. Die zielen immerhin gut, das ist sehr viel wert. Die Mauer hat nicht mal einen ernsthaften Schaden bekommen. Und die Überlegung, hat der vier Leute hier an sich dran kleben? Soll ich die mal losschicken? Ganz ehrlich, ich schicke den mal los. Es kann nur schief gehen, der hat vier an sich dran, okay. Es kann nur schief gehen. Mal ganz ehrlich. Es kann nur schief gehen. Elfter Tag, immerhin schon elfter Tag, es geht flott. Vergleichsweise flott. Ich mache noch mal ein paar Bäume hier ran. Baum. 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 Und. Baum. Und. Kein Baum. Kein Baum. Ist weit weg. Ich hoffe nur, dass die Leute, die da gehandwerkt haben, dass die sind nicht schnell genug zurück. Verdammt. Zack. So viel dazu. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, dass die schnell genug zurückgelaufen sind, aber das haben sie eben genau nicht getan. Zumindest der eine nicht. Ich weiß nicht, ob es ausgereicht hat, um da die Leute zu befriedigen. Oder ob hier einfach keine gekommen sind. Ne, da ist noch jemand. Hi. Gut, dass ich nochmal hier bin. Einer ist nur hier? Warum ist nur einer? Das ist nicht gut. Ist in der Form blöd, dass der andere Schrein ziemlich weit links ist. Hinter, glaube ich, zwei von den Dingern hier. Zwei von den Toren. Das ist einigermaßen blöd, weil die Ritter werden irgendwann oder werden irgendwann auch wichtig werden. Tja. Müssen wir uns da auch irgendwie hinarbeiten oder zumindest in die Richtung gehen. Hi. Münze. Haben die den Ritter kaputt gemacht? Verdammt, ey. Das ist immerhin schon mal ein Anfang. Ein okayer Anfang, finde ich. Ein sehr okayer Anfang. Ja, das ist ziemlich früh jetzt noch. Klar habe ich Leute verloren. Aber hoffentlich geht's. Ich bleibe mal zwischen denen und... Hallo? Oder so. Ich werfe mal zwei Münzen, dann können auch zwei rauskommen hier. Immerhin. Einmal noch angreifen, dann ist das Ding kaputt. Toll, nicht die Münzen einsammeln. Hallo? Dann ist ja nett von dem, ne? Aber... Nicht gewollt. Okay, da kommt jetzt der eigentliche Schwung hier. Sind es noch mehr? Nein. Ist zwar teuer, aber meine Güte. Dann habe ich die Leute halt. Dann habe ich die Leute. Ist mir gerade mal wichtiger. Diese langsam laufenden Flitzpiepen hier. Langsam, faul, wie auch immer. Jetzt kommt erst die Nacht. Okay, die sind also, na, sind nicht alle sind langsam, aber manche sind sehr gemütlich da, ne? Manche sind sehr gemütlich unterwegs. Eigentlich sollte jetzt keiner mehr nachkommen von den Gegnern. Das heißt, ich muss drei Werkzeuge irgendwie, oder drei oder vier Werkzeuge ranbasteln. Mindestens einen Hammer und einen Ritter. Wobei, ich schaue erstmal, was da so los ist und was nicht. Wird sich zeigen. Und ich finde es tatsächlich noch erstaunlich, auch wenn ich das Spiel jetzt so und so lange gespielt habe und auch oftmals an dieser Stelle gescheitert bin, es hat noch immer einen Reiz. Es hat noch immer einen interessanten Aspekt von wegen hier, ich will vorankommen, ich will das an der Stelle, ich will das schaffen, ich kann das schaffen. Es ist jedes Mal ein bisschen anders halt. Aber es ist echt interessant, finde ich. Ich bin ein bisschen fasziniert. Noch ein Hammermensch. Sollte nicht notwendig sein. Ja, was heißt notwendig? Ach, Geld. Guck mal.
Ich muss noch ein bisschen was hier reinstopfen. Das sind sehr viel sogar. Sehr viel sogar. Sehr viel sogar. Fast alles, was ich habe. Ich meine, ich schmeiße mir genug Geld hin gerade mal. Ich bin noch in einer Phase, wo ich es mir leisten kann. Yay, große Stücken. Ah, das Schiff ist echt teuer. Ist richtig teuer. Geld? Geld. Geld? Ah, Geld. Ah, Geld. Hier ist echt nichts. Ich kann das nach links ganz schlecht verteidigen. Zumindest an der Stelle, wo ich jetzt bin. Ich könnte mich nach weiter draußen noch hinarbeiten. Aber das ist böse. Ganz böse. Ich muss da den Turm, den dicht dranen Turm ausbauen. Der dicht dranige Turm. Der dicht gedrannte. Das hatten wir eben schon. Ja. Achso, ich hab dem Ritter auch nichts gegeben, ne? Das war das Problem. Hier, Ritter, bitteschön. Ich hab dem auch nichts gegeben, der hätte sonst viel mehr ausgehalten. Ich bin auch doof. Das möchte ich jetzt nochmal hier bestätigt hören. Dass ich doof bin. Weil das stimmt. Der Tag ist schon so schlecht hier. Ich habe nicht genug Handwerker, das sieht man daran, dass hier die Bäume noch stehen. Ansonsten wäre da schon jemand hingelatscht. Sehr wahrscheinlich. Ah, ich hoffe, die Leute sind jetzt mittlerweile... Ach, jetzt rennt er los! Jetzt rennt er los! Das ist ja schön. Das ist ja total schön von dem. Geld. Ach, so ein Pferd ist schon praktisch. Oder so ein Einhorn. Sind die Leute eigentlich jemals angekommen, die ich geholt habe? Das frage ich mich gerade ein bisschen. Sind die jemals angekommen hier? Ach doch, klar. Die haben sich gerade mal berittert und sowas. Es geht. Ich bin auch doof. Ich hoffe, der Handwerker hier macht seine Sache schnell genug. Und rennt dann zurück. Nein, macht er nicht. Geil. Der haut ganz gut rein gerade mal. Ich sollte den Wald nicht komplett abholzen wollen. Aber gut, dass wir auf beiden Seiten jetzt, eigentlich auf beiden Seiten müssten wir Katapulte haben. Na, kommt hier jemand? Ja, verdammt. Lauf, Kollege, lauf! Das wird er nicht schaffen. Ich habe aber auch nicht genug Geld, um alle aufzuhalten. Das würde keinesfalls schaffen. Ich habe nicht genug Geld. Aber hier sieht es gut aus. Ah, richtig gut. Ah. Ein bisschen kribbelig ist es immer noch. Geld? Oh ja, Geld. Kommt hier nichts, oder was? Das wäre seltsam. Kommt hier nix? Ne, die Nacht ist gleich zu Ende. Hier kommt anscheinend nichts. Das ist interessant. Baue ich das Schiff halt weiter? Das ist schon ziemlich weit. Ja, also die sinnvollste Taktik sehe ich hier auf dieser Welt einfach gucken, dass man nicht lange hier sein muss. Das halte ich gerade mal für sehr sinnvoll. Oh. Hier, komm, hast du Geld? Dann kannst du das hier, ne? Dann kannst du dich beschützen. Das ist schon mal viel, viel wert. Tja, schicke ich die gleich los. Mache ich das gleich sofort. Ja, mache ich. Hier, komm. Rein das Ding. Wir werden Bogenschützen fehlen, glaube ich mal. Die lasse ich mal hier, zu dritt oder zu viert, wie auch immer das ist, wie viel auch immer das sein mag. Ich nehme mal mit. Zack. Ah, der hat Geld. Wenn auch zu wenig. Der müsste eigentlich müsste noch viel mehr hier irgendwie haben. Oder das hat irgendwas anderes. Irgendwie hat der Connections meinetwegen zu der Monster-Mafia.
der Buchhalter, dass er da irgendwie die Monstermenge abschwächt. Das kann natürlich auch sein. Das wäre interessant. Glaube ich zwar nicht dran, aber es wäre interessant. Ich meine, irgendwo muss das Geld ja hin sein. Ich meine, wir haben da ja gut was an Geld reingestopft. Oder zumindest mehr als die drei Münzen, die wir da gerade rausbekommen haben. Aber hätte ja eigentlich mehr sein müssen. Monstermafia. Genau so heißt es. Genau das ist es. Ist hier zwischen noch eine Wiese? Ich würde das Pferd gerne noch mal grasen lassen. Nö. Natürlich nicht. Weh, ich sterbe da jetzt, ne? Halt. Okay, ich brauche die letzten vier Münzen. Ich hätte gerne noch eine Aufladung mehr in dem Dingens drin, aber so ist das totaler Quatsch. Falls sie überhaupt hierher kommen, die beiden. Und nächste Nacht haue ich dann nochmal einen raus hier nach rechts. Mit meinem Trüppchen an Leuten. Das wäre schön. Oder ich könnte jetzt da nochmal... Nee, ich schaue jetzt nicht, ob das rechts gepasst hat. Ob ich die Leute habe, mache ich jetzt nicht. Ich habe einfach mal die Hoffnung, dass es auch so geht. Und mal gucken, ob das Schiff gleich belegt ist, ob das voll belegt ist und ob das überhaupt wie fluffig das hier in die Gegend schippert. Weil wenn vier Leute drauf sind, vier Bogenschützen, was... Ich weiß nicht, welche Priorität das hat, ne? Aber... Ja, sind zwei drauf. Zwei schieben, zwei sind drauf. Das schiebt angenehm schnell gerade mal. Oder vergleichsweise schnell. Kein Geld? Kein Geld. Ja. Es bleibt interessant. Ich finde es interessant. Ach, der hüpft wieder runter. Ja. Ob die eine Art Glücksbringer sind, wenn man das so will? Ich werde tatsächlich gerade mal überhaupt keine Farmer hier haben, ne? Die bringen zwar Geld, aber gefühlt brauche ich die Leute, die ich habe, brauche ich halt wirklich zum Verteidigen. Warum kommt jetzt niemand? Also das ist ja dann eher Bogenschützen draus machen. Und es gibt hier so viele Getier. So viele Hoppelhäschen, dass das eigentlich genug Geld bringt. Hab ich zumindest den Eindruck. Ach, guck mal. Auch ganz gemütlich kommen sie hier an. Schön. Das ist ja schön. Da bin ich ja zufrieden mit. Ich renne trotzdem nochmal weiter hier. Dann muss ich das, glaube ich, noch mal einmal verschieben. Noch einen Tag. Den nächsten Angriff. Oder? Sind sie aggro hier? Es ist offen, verdammt. Ja, ich will nochmal zu dem Schrein hin. Ich müsste dann nochmal hin. Ich glaube, die Aufladungen sind mittlerweile komplett weg. Wäre halt doof, ne? Wäre in der Form doof. Oder ich hole mir nochmal ganz kurz Geld hier. Dann schummel ich mich da nochmal dran vorbei. Und ich gucke allgemein, dass ich nochmal ein bisschen Geld bekomme von meinen Leuten, ne? Hätte ich gar nicht so weit rennen brauchen. Und dann geht das da vielleicht, hoffentlich. Aber meine Ausbauten nach außen sind jetzt so schmal gehalten, dass ich da halt wirklich gerade mal sehr viel Geld in das Schiff investieren konnte. Im Idealfall brauche ich ja auch nur die äußersten Mauern, ne, mal so gesehen. Das heißt, wo die letztendlich sind, ist eigentlich recht egal. Hätte ich jetzt mal gesagt. Ja. Okay. Hat jemand, irgendjemand Geld hier vielleicht? Hä? Irgend so ein Bogenschütze? Irgendjemand Fluffiges? Wobei, ich greife da jetzt nicht an. Das sieht wieder sehr nach... Es ist Tag Nummer 14. Es schreit schon wieder nach Blut. So weit außen sind die Bogenschützen nicht. Nee. Anscheinend nicht. Die Jäger. Vor allem, weil hier noch ganz viel Jagdmaterial das auf dem Weg ist. Und Geld. Das ist immer noch eine bescheuerte Mechanik. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat.
Aber es wurde anscheinend alles gut befunden. Habe ich einen Handwerker hier? Ich glaube, ich habe allgemein zu wenig. Da müsste ich nochmal... Hier, ich mache da noch einen. Sind, glaube ich, hier zwei immer am Katapult und zwei sind am Schiff. Also 6 Stück habe ich mindestens, aber die sind ja nicht frei, ne? Boah, hier ist nur einer dran. Das ist schlecht. Ja, der Himmel wird schon ein bisschen rötlich da, das passt schon. Das ist klar, was es wird hier. Ich weiß nicht, ob ich den Zielschrein jetzt habe. Und jetzt wäre halt auch interessant, wie das bei dem Schiff aussieht, wenn es tatsächlich Randale gibt. Wie gut die hier damit klarkommen. Da kommen sie. Okay, die rennen weg. Okay, klar, das war klar, dass hier die Leute fehlen. Ist doch ein normaler Mond. Okay, ich wundere mich. Hey, was? Achso, sie waren zum Schiff. Nee. Okay, das ist ein Problem. Dass sie zum Schiff wollen, ist blöd. Das ist ganz, ganz blöd gemacht. Ich muss meine Mauer nach außen holen. Ja, komm. Dass sie zum Schiff wollen, ist ganz doof. Muss ich mir da gleich neue Leute holen halt. Oder die Leute wieder zurückholen. Ja, das ist doof. Das ist ganz, ganz doof. So stark sind die vom Schiff aus nicht, vom Schießen. Ja, hier komm, geil. Zack, zack. Toll. Muss mir jetzt halt jedes Mal... Okay, die sind jetzt alleine auf dem Schiff. Also okay, die auf dem Schiff sind, die bleiben auch da anscheinend. Nee, doch nicht? Warte mal. Ach so, doch, klar. Die auf dem Schiff sind, die bleiben auch da. Schön ist das trotzdem nicht. Ich muss ihnen gleich nochmal Werkzeuge geben hier. Ist das hier offen oder ist das... Das ist zu. Ist gut. So viele Menschen, die jetzt gerade mal irgendein Werkzeug bräuchten. Zumindest mal für 2 Nächte nochmal auffüllen. Oder sogar für 4. Ich meine, für 4. Machen wir für 4, wenn ich schon mal hier bin. Ah, es muss gehen. Ich brauche nur gleich Ausdauer, falls das bei Portal was sein sollte. Was gerade super klappt. Ey, passiert nichts. Okay, noch 2 Leute. Ja, ich brauche jetzt ungefähr 8 Werkzeuge, glaube ich. Oder 6 oder 5 oder 7. Irgendwas in dem Bereich. Weil ich ja einige Leute verloren habe. Aber immerhin, die auf dem Schiff sind, die scheinen erstmal sicher zu sein. Anscheinend. Wahrscheinlich bis fliegende Viecher kommen, aber es sollte noch ein paar Nächte dauern. Oder was ist jetzt hier? Es ist 15. Wobei, das geht schnell. Es ist eigentlich schlimm, wie schnell das geht. Weil man denkt, hey, guck mal, es geht voran. Aber das ist halt so eine... Das geht halt leider alles voran. Auch die Gegner gehen sehr schnell voran. Und ich müsste mich langsam mal nach außen ausbreiten. Ich müsste hier weiter in die Richtung kommen. Das ist eigentlich, bin ich hier viel zu knapp dran. Das schaffen die nicht. Nicht heute, in dem Sinne. So. Ich brauche Handwerker. Die das Schiffchen schieben. Meine Bogenschützen sind hier gerade mal ein paar. Weil die Mauer ist weg. Warum ist die Mauer weg? Wer macht denn sowas? Ich habe keine Handwerker. Wahrscheinlich ist die Mauer deswegen weg. Oh, da ist einer. Das Katapult ist noch da. Sind die auch wegrennende Menschen? Hat das irgendjemand zerlegt eben? Das wäre nochmal interessant, dass nicht, dass hier noch weitere Verluste waren. Oder ernsthafte Verluste. Hier rennt niemand weg. Oder trottet weg. Halt! Da sind Gegner. Ich habe sie eindeutig gesehen.
Könnte an der Nacht liegen, man weiß es nicht.